Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Micha. Und ich bin der Marco. Hallo. Marco, du hast uns was gebaut, du hast uns was mitgebracht und du hast es hier hingestellt und du willst uns was erzählen. Genau. Raus. Ihr habt es ja schon gesehen, das ist das Set, das ich letztens hier gemeinsam mit dir, also ich meinst du deins, noch weiter gebaut habe. Jetzt ist es fertig. Das Paradise Corner Restaurant von Mold King aus der Kingland-Serie. Ein wunderschönes Gebäude und, das werde ich wahrscheinlich noch ein paar Mal sagen, wunderbare Teile. Ihr habt es ja schon in dem anderen Video als Kommentar geschrieben. GoBricks-Teile, wunderschön. Warum habt ihr nicht auch GoBricks-Teile? Ich gebe das gerne weiter an Klaus. Alles, was hier an Dreck drauf ist, sind meine Finger. Also Kratzer haben wir auf all diesen Fliesen nicht. Die kommen so aus den Tüten raus, die sind einfach, die Teile sind spitze. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht beim Bauen essen. Kannst du dich nicht dran erinnern? Jetzt hast du doch die Fettfinger drauf gemacht. Ich habe immer Fettfinger. Es ist wie im Ochsenshorn gepetzt. Ja, es ist ein wunderschönes Gebäude und es hat, damit fangen wir vielleicht mal an, es hat ein Gefährt noch bei sich, so eine Art riesiges Golfkart. Würde ich sagen, können einige Leute drin sitzen. Schon ein Oldtimer. Ist auf jeden Fall ein Oldtimer. So Dinge sind früher immer herumgefahren. Und jetzt weiß ich auch, wo bling bling die Chromteile hingekommen sind. Wo denn? Ja, da wo es blinkt hier überall. Ach, da unten. Leiste, ja. Schau dir das mal an, da kannst du dich nicht spiegeln. Cool. Außer die Fingerabdrücke. Und es gibt noch eine kleine Stange, man sieht sie kaum, die ist hier vorne. Okay. Ja, ist wirklich, wirklich. Kein Metall, sondern auch. Nice. Auch Chrom. Okay. Ist einfach ein verchromtes Teil. Gerade bei der Stange, wenn man die irgendwo reinstecken muss, passe ich beim Reinstecken ein bisschen auf. Denn wenn du die halt jetzt 3-4 Mal rausnimmst, ist die Verchromung irgendwann ab an der Stelle. Machst du nicht. Mach ich nicht. Ich habe es jetzt zusammengebaut und jetzt ist gut. Sieht hier oben tatsächlich auch wackeliger aus, als es ist. Ich finde, das funktioniert sehr gut mit dem Dach. Das ist nur hier an den Pins fest und hier vorne ist es draufgesetzt. Und selbst das Dach ist stabil. Du hast da Plates und oben drauf Fliesen. Genau, ich glaube, man kann es auch mal Lass abnehmen. Drauf. Lass es drauf. Okay, also wir haben hier einen Fahrersitz, wirklich ein Oldtimer. Hier hinten sind noch Plätze, um sich hinzusetzen. Vielleicht so ein Restaurant oder ein Hotelzubringer, Kleinbus. Passt das von der Größe? Oder kommt mir das Auto nur ein bisschen groß vor? Das Auto ist tatsächlich im Maßstab quasi 8 Noppen breit. Nicht 6 wide, es ist etwas breiter. Dafür hast du in dem Auto wirklich Platz, um eine Menge Figuren reinzusetzen. Hm? Passt vom Maßstab her besser zu den Figuren, ist halt größer als, das wäre jetzt breiter als eines unserer Feuerwehrfahrzeuge beispielsweise. Ja, früher waren die auch saubreit. So, Auto. Auto. Haus. Gebäude, Haus. Das Haus selbst ist gar nicht so groß. Es ist zum einen ja ein Eckgebäude. Ne? Moment. Und wir haben noch diese Veranda hier davor. Moment. Hast du den Sticker neu aufgebracht? Ich habe Erinnerung, du hattest... Ich habe den Sticker, der war nicht so gut. Ich habe den Sticker nochmal neu. Hast du gemacht? Habe ich nochmal neu, ja. Habe ich tatsächlich. Hier diese blauen Pins, die sind schade. Das hätten tatsächlich rote oder schwarze sein dürfen. Würde ich dann, falls ich das Gebäude so lasse, bei mir zu Hause nochmal durch andersfarbige Pins ersetzen. Aber rot oder schwarz, siehst du doch hier genauso. Ja, aber schwarz sticht mir nicht so negativ ins Auge oder dark bluish gray oder sowas wie dieses Blau. Das Blau passt halt hier zum Rest des Gebäudes. Ins Auge stechen ist prinzipiell nicht gut. Tut weh. Genau, richtig. Wir haben ein modulares Gebäude. Ist ja klar. Deswegen nehme ich doch einfach mal das Obergeschoss ab. Ich muss nur gerade gucken, wo. Hier. Nimm mal ab. So, ein bisschen was kenne ich ja davon schon, ne? Da unten, das hattest du gebaut im Jetzt Video. Jetzt zeigen wir das mal auch etwas, das kann man hier abnehmen. Zeigen wir es erstmal der Kamera so. Das ist ein, was haben wir, was ein Restaurant steht hier. Also es gibt hier Törtchen, es gibt eine Theke, es gibt einen Burger, es gibt hier auch eine Pizza, das ist ein Sticker, die Pizza ist ein Sticker. Okay. Mal so einen Blick reinwerfen. Das ist phänomenal. Das kenne ich von meinem Häuschen. Denn dein Burger ist genauso groß wie die Pizza. Ja. Das nenne ich. Ja, den Burger. Ich meine, man kann ihn auch in 1x1 bauen, weil dann hast du irgendwie einmal tan, einmal grün oder braun. Grün und braun wird schon wieder zu hoch. Du kriegst Schwierigkeiten mit Käse, Fleisch und Tomaten. Ja, das wird dann einfach, dann ist der Burger so hoch, aber nur so. Ja, er ist halt groß, sind halt große Burger. Ich mag Für Leute mit Hunger. Ich mag große Burger. Also,
schick, auch alles gefliest und schön gefliest. Diese ganzen Eckfliesen mit der abgerundeten Ecke, wenn man die zusammenstellt, ergeben sich da so Kreise draußen, ne, die sich immer so diagonal abwechseln. Ne? Dunkelgrün, dunkelrot, dunkelgrün, dunkelrot. Herrlich. Erdgeschoss komplett gefliest, Obergeschoss nicht mehr. Die finde ich cool. Die sind cool, ja. Sowas habe ich auch nicht gesehen. Schön. Die habe ich jetzt gebaut. Als Pflanzenteile auch noch nicht. Ups, auch noch nicht gesehen. Kann man aber in dem Farbton sehr gut verwenden. Ist halt ganz einfach gebaut. Ne? Wir haben halt hier so ein Modified Brick mit Noppen auf allen Seiten. Das wird hier dran gestellt. Muss es halt senkrecht ausrichten, sonst ist es halt ein bisschen krumm. Und die hast du nicht gesehen? Ich kenne die Teile, aber nicht für Pflanzen. Das sind halt irgendwelche Klingen bei irgendwelchen großen Drachen oder so. Okay. Werden die dann als Klauen verwendet. Aber hier baut man sie als... Finde ich eine richtig gute Idee. Da solche Top-Pflanzen, solche... An dieser Stelle übrigens nochmal herzlichen Dank an meine Ehegattin. Die hat mich nämlich tatsächlich beim Bau dieses Sets, als wir abends auf der Couch saßen, ein wenig unterstützt. Ja, sie hat von den Säulen welche gebaut und sie hat von den Pflanzen auch welche gebaut. Fand ich klasse. Ist sonst eigentlich nicht so ihr Ding. Aber nein, sie kam von sich. Fand ich großartig. Also vielen Dank, Schatz. Super. Ich habe auch noch nie so sauber gebaute Säulen bei dir gesehen. Das muss an meiner Frau gelegen haben. Richtig, ich krieg sowas ja nicht hin. Hatten wir schon im Bauvideo gezeigt, bei diesen Säulen sieht man auch mal so eine Aufsicht von oben, damit man sieht, wo Noppen sind und wo nicht, kann man nämlich an den Teilen in der Übersicht sonst nicht so gut erkennen. Ansonsten, die Bauanleitung lässt keine Wünsche offen, es werden keine Teile ausgegraut, aber es werden die neuen Teile jeweils umrandet. Konnte man eigentlich immer sehr gut erkennen. Also kann ich mich nicht beschweren. Das ist doch schon mal fein. Komm, du hast bestimmt noch mehr. Oh, ich hab noch lass mehr. Mich bauen, lass mich bauen. Ja, ich lass dich bauen. Oh, ich will bauen. Auf Anhieb richtig rum. Fantastisch. Hattest eine 50-50 Chance und du hast sie genutzt. Ja. So, hier haben wir noch ein Dach, das ich jetzt auch mal abnehme. Und ein Obergeschoss. Hier hört es mit dem Fliesen jetzt dann aber auch auf. Aber warum das denn? Ja, weiß ich nicht. Da hätte man jetzt noch mal 50 Teile für Fliesen verwenden können, tatsächlich. Ja, finde ich schon. Wir haben hier, ist nichts drin. Irgendwie, vielleicht sind es Herde, vielleicht sind es irgendwie auch einfach nur Schließfächer für die Mitarbeiter oder da gibt es Schränke. Auch hier Chrom, oben und unten drunter, siehst du die Rohre? Cool, das ist ja mal. Auch verchromt. Hier ein schöner Backofen mit Trans-Black-Teilen für die Tür. Sehr schön, man kann verchromte quasi reinschauen. Siphons. Verchromte Siphons. Und hier auch nochmal... Eis. Muffins. Eismuffins, genau. Das ist auch im Bauen ein bisschen, naja, nicht knifflig. Das wird gesetzt, bevor man die Wand dahinter baut. Denn diese Muffins hier sind auf einer 1x3-Plate, die über eine Jumper-Plate da innen in dieses Fenster reinkommt. Ich kann das Fenster jetzt aber nicht rausnehmen, ohne die 1x2-Plate mitzureißen, weil die von innen quasi auf dem Fenster sitzt. Mhm. Ja, auf dem inneren Rand des Fensters. Das kannst du bauen, wenn du von hinten noch Zugriff hast. Aber wenn ich es jetzt rausnehmen würde und ich würde es wieder reinsetzen wollen, müsste ich erst die Wand hier abbauen. Also Finger weg. Okay. Du hast Angst gehabt, wenn ich mich an den Burger vergreife, vergreife ich mich auch an dem Eis. Ja. Die mache ich nicht. Die, also hier schön auch mit Schubladen. Der Teil hier hinten, man kann reingucken, man kommt aber nicht rein. Man kann das hier auch nicht abnehmen. Das hat nur einen schmalen Winkel, in dem man es bewegen kann. Der Raum hier hinter ist, du siehst es, er ist leer. Und er ist auch, kann auch nicht genutzt werden. Das ist einfach nur ein Erker, an den man aber nicht rankommt. Also was Sie hier sehen, ist nichts. Wie Sie sehen Sie nichts, genau. Ist das ein Pizzaofen da unten? Ich vermute, das ist ein Pizzaofen, ja. Sieht so richtig, aber es ist schon... Ah nee, da ist was das drin. Das sind Muffins drin, ja? Oder irgendwie so, da werden Muffins gebacken, also es ist ein Backofen. Schön. Ja. Also kein Kamin, es ist ein Backofen. Richtig. Oberhalb des Backofens. Was habe ich dir letztens gesagt? Das wäre noch das I-Tüpfelchen bei dem riesigen Panloss-Set gewesen. Oberhalb des Backofens ist was? Na klar, der Schornstein über dem Backofen ist ein Schornstein. Wie praktisch. Und unter dem Schornstein ist auch ein Backofen. Das ist grandios. Der größte Detail, den ich einfach liebe. Sachen gibt's. Das Erdgeschoss ist wirklich, wirklich einfach aufzubauen. Das Erdgeschoss ist für größere Kinder. Das Obergeschoss ist entspannt.
Diese Dachsegmente hier sind guter Durchschnitt bis anspruchsvoll. Warum? Also das hier ist ziemlich einfach wiederum. Ja? Das hier ist ziemlich einfach. Hier gibt es aber nur so ein kleines Detail. Wenn ich das hier zuklappe, also nee, hier geht's nicht, weil hier das, der Dings steht. Das hier, ja, das wird quasi hier abgefangen. Das heißt, wenn ich das hier zuklappe und diese Wand ist zu weit nach innen, kann ich es nicht zuklappen, siehst du? Mhm. Und das sorgt jetzt auch im zugeklappten Zustand dafür, dass das hier nicht nach innen gedrückt werden kann. Ja. Auf der anderen Seite hier hast du diese Reihe von Plates, die hört hier auf und die kommt von innen genau an diese Wand dran. Wenn das hier einen Tick zu weit nach innen gedrückt ist, kriege ich das nicht zu. Du musst hier so ein bisschen, du musst es also richtig was von dir hier, und dann was von dir hier verlangt wird, ist einfach sauberes Bauen. Ja, ist das so schwierig? Das ist so schwierig. Und dieses kleine Detail hier oben, was irgendwie nur richtig hält über diese Stange, die hier drin steckt, das ist auch so ein bisschen kniffliger. Deswegen sage ich, das Set hat 2, 3 Stellen, die sind ein bisschen anspruchsvoller und der Rest ist sau einfach. Ja, ist doch cool. Das spitzt sich also zu. Ja. Zu einem. Genau. Es ist auch ganz herrlich gebaut. Du hast ja hier diese Teile, die, wenn du sie hier so siehst, eine waagerechte Fläche ergeben. Ne? Ja. Auch in diesem Dark Orange Ton. Damit der Kamin drauf passt. Und der Kamin passt hier dann genau drauf. Mhm. Finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass man auch hier nachher diese Wand hier rausnehmen kann, diesmal auf der anderen Seite. Also hier ist es ja hier und im Erdgeschoss ist es da. Du hast. Sorry. Du hast hier exakt eine Original, hier so eine exakt Bodenplatte. Eine Original, genau. Okay, also hier. Ja, was du hier nicht hast, du hast hier nicht diese klassischen Löcher in dem klassischen Abstand, um sie mit anderen Modularen zusammenzustecken. Man kann sie aber, weil es nirgendwo hinausragt, an andere modulare Gebäude dranstellen. Du bist ja so ein modularer Zusammenstecker. Würde wunderbar funktionieren. Warum mache ich das? Wenn ein Erdbeben kommt, oder kann ich die so nehmen an der Stelle? Wenn 2 Elfjährige damit spielen, wie das bei mir momentan zu Hause passiert, ich habe einen Bautisch von 1,20 Meter mal 2 Meter, der ist momentan voll mit ungefähr 20 modularen Gebäuden. Mhm. Drumherum fährt eine Eisenbahn und meine Tochter und eine Freundin spielen da, Vater, Mutter, Kind, Arbeit gehen, Banküberfall und was auch immer. Ja. Da, weil die ja in den Gebäuden spielen, immer wieder einzelne Stockwerke abnehmen, ist es schon ganz gut, wenn die so ein bisschen zusammenhängen. Okay. Sonst würde das alles ständig verrücken. Gut. Und ich hätte Angst, dass sie irgendwann vom Tisch runter. Weil wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe noch, ich glaube, nicht ein einziges Set an ein anderes dran gemacht mit den Verbindungen. Ich mache das für gewöhnlich, wenn die bei mir in der Vitrine stehen, dann stehen sie halt genau auf Linie und stehen aneinander oder so. Du bist ja auch der Marco, du machst das auch alles sehr gut. Was gibt's noch zu erzählen? Mold King hat Bauschritte. Und Mold King hat für jeden Bauschritt eine solche Tüte, einen Zipbeutel, auch aus einem richtig dicken, stabilen Material. Die werde ich definitiv aufbewahren. Die haben auch hier unten sogar noch so einen Boden quasi, ja. Die Tüten sind klasse, die kann man auch weiter verwenden. Das reduziert dann auch ein bisschen den Müll. Innen drin sind manchmal solche kleinen Zipbeutel, meistens aber halt diese härteren Sachen zum Aufreißen. Die wollte deine Frau nicht haben als Frierbeutel? Nee. Okay. Mold King macht eine Sache ein bisschen seltsam. Da muss man sich dran gewöhnen. Es gibt bei den großen Teilen, aber auch bei den kleinen Teilen immer wieder auch unbeschriftete Tüten. Ich musste in jedem Bauschritt mal irgendein einzelnes Teil, das ich nicht bei dem Bauschritt gefunden habe, mir dann woanders raussuchen. Und das ist was, das ist ein bisschen. Wie meinst du das denn jetzt? Gewöhnungsbedürftig. Hier beispielsweise diese Schilde hier sind in der kleinen Extratüte. Die sind nicht bei Bauschritt Nummer 1 oder 2. Die sind in einer anderen Tüte, in einer unnummerierten Tüte, wo auch ein paar Chromteile dabei sind, meinetwegen. Und man muss sich ständig irgendwelche Teile, die dann, wo man erst denkt, die fehlen, dann aus unbeschrifteten Tüten noch zusammensuchen. Ich habe ja auch schon das eine oder andere Mold King Modell gebaut. Und ich habe dann immer diese unnummerierte Tüte gleich am Anfang mit ausgepackt, weil ich währenddem ich Mold King Sets baue, immer wieder auf diese unbedruckte Tüte zugreifen muss. Ich musste gar nichts suchen, weil das liegt schon parat. Ja. Genau. Und, kleiner Spoiler für künftige Videos, ich baue bei mir zu Hause gerade die Freiheitsstatue von Wangi.
Und es ist ja Wangi, hat ja keine nummerierten Tüten. Ich gucke auch noch in die Bauanleitung, nichts mit Tüte 1. Okay, ich fange an, Tüten aufzureißen und wundere mich. In der einen Tüte ist ein Teil, in der anderen Tüte ist das gleiche Teil nochmal. Wie ist denn das diesmal gepackt? Und irgendwann fällt mir auf, so nach der Hälfte der Tüten, da sind Zahlen auf den Tüten. Plötzlich hat Wangi nummerierte Bauschritte und ich habe halt Tüte 7 und Tüte irgendwas schon aufgerissen. Das hat dich jetzt überfordert, oder was? Das hat mich überfordert, vor allem weil in der Bauanleitung auch an keiner Stelle steht, jetzt kommt der nächste Bauschritt. Man merkt es halt daran, dass die Teile, die man ausgepackt hat, nicht mehr reichen, dass irgendwelche Teile gefragt werden, die hier nicht liegen. Die tasten sich schon langsam ran. Ja, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Fass mal zusammen. Richtung. Ich fass mal zusammen. Das ist das Paradise Corner Restaurant oder Restaurant Paradies von Mold King. Die Setnummer 11003. 2616 Teile, darunter einige Chromteile. Ja. Preis 99,95 minus die Merkel-Prozente. Abmessungen 55,5 x 25,5 x 30 cm. Komplexität zusammengefasst guter Durchschnitt. Von für größere Kinder bis zu ein bisschen anspruchsvoller ist alles dabei. Super. Ein tolles Set, auch in einem tollen Karton. Und wir haben bereits ein weiteres Kingland-Set hier. Das darfst du auch mal kurz in die Kamera schieben. Das werden wir als nächstes vorstellen. Nämlich die King Station, die Micha gebaut hat. Ein super schönes Set, riesengroß. Das hat Spaß gemacht. Es kommen noch zwei weitere bisher. Unter anderem ein Schloss. Kleines Set, 8.500 Teile oder so. Ja, okay, wer es mag, großes Schloss. Und ein Zug, so ein bunter Dampfzug mit einer Dampflokomotive, der, glaube ich, auch ferngesteuert ist. All diese Sets gehören zur Kingland-Serie. Vergiss mir nicht den Barbershop, den ich am Bauen bin. Den Barbershop bist du am Bauen. Das ist aber aus der Novatown-Serie, aus den Stadtgebäuden mit LEDs dabei, wie der Antiquitätenladen auch. Das ist eine andere Produktserie. Das hier ist die Kingland-Serie. Aus einer Welt, in der es Feuerwerke gibt und Schlösser und bunte Gebäude. Kingland, jawohl. So, jetzt haben wir alle Hand rausgehauen an Infos. Ja. Für heute war es das jetzt aber aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt's mehr. Jawohl. Wir wünschen viel Spaß beim Bauen. So, dieses Dark Orange ist doch ein schöner Farbton. Dark Orange, Weiß, Dark Red, so zusammen. Ich finde, das hat was. 2.500 Teile hast du da reingeklotzt. 2.600 Teile, gut. Bisschen was ist okay. In dem Auto, aber... Also die Farben sind toll. Die Palmen da unten, die Palmentöpfe finde ich besonders toll.